Am Abend setzen sich die Prominenten für ein weiteres Gruppencoaching mit Nadja zusammen. Das letzte Mal, dass wir uns alle zusammen getroffen haben, hatten wir ja die Frage, warum bist du hier? Ich bin wesentlich weiter. Vielleicht klappt das jetzt. Okay. Ich habe verspürt, dass ich eben jetzt die Chance hätte, das auch den anderen zu erzählen, was mir passiert ist. Ja, ich habe am Silvester einen Mann kennengelernt und ich bin dann ein paar Wochen später schwanger geworden. Also es war nicht geplant, es war der Vater des Kindes war aber war einfach nicht bereit dafür. Ich war erstaunt, dass sie auf einmal so bereit war, darüber zu reden. Dann war das so, dass ich nach einem kurzen Schockmoment in mich gegangen bin. Und ich habe gemerkt, dass im Grunde ein Glücksfall für mich war, weil mir ein Baby einen neuen Sinn fürs Leben gegeben hat. Ich habe das Baby bereits schon über alles geliebt, aber dann hat sich herausgestellt, wo zuvor nichts darauf hingedeutet hat. Also es waren alles immer Top-Werte, dass das Kind Down-Syndrom hätte. Daraufhin habe ich weitere Untersuchungen gemacht und da haben die Ärzte dann noch weitere Abnormalitäten gefunden. Was er mir alles aufgezählt hat, was darauf hindeutet, dass das Baby nicht überlebensfähig ist, das hat mich einfach schockiert, dass das vorhin nicht in Ansatzweise, also ich, und dann, ich habe gedacht, wie kann das überhaupt so, wie kann das, also das, man freut sich 5 Monate lang drauf und dann ist das weg. Und der Arzt hat auch gesagt, dass ich mir das überlegen soll, ob da eine eingeleitete Fehlgeburt jetzt, ob ich das in Erwägung ziehe. Also im Grunde sind die Gedanken, wenn ich dann alleine bin und es passiert mir was, wer kümmert sich? Also ja, und deswegen auch im Hinblick auf meine Gesundheit und alles habe ich mich dazu entschieden, das Baby zu verlieren. Das schlägt ein Herz und dann macht man das Licht aus. Also das war wirklich die schwerste Entscheidung meines Lebens. Und ich habe gestern, als wir da oben standen, die Chance, mich zu verbinden und dann um Verzeihung zu bitten, dass ich ihn hab sterben lassen. Bitte verzeih mir, mein Engel. Für mich war der Abschied sehr wichtig, da ich habe das noch nicht loslassen können. Wollen wir heute dem noch ein kleines Feuer hinterhergeben? Einfach den Weg fortsetzen? Okay. Ihr habt hier ein altertümliches Blatt Papier. Wir fangen mit einem Satz an, der das beschreibt, was wir aufräumen wollen. Ich habe jemandem wehgetan. Oder ich habe mich nicht getraut, das und das zu tun. Und der zweite Teil geht so: Ich lasse jetzt los und bin frei. Und wer mag, schreibt noch frei wovon. Mit einem Thema aufräumen, mit einer Situation aufräumen. Nicht zu viele auf einmal. Wenn wir etwas loslassen, ist es wunderbar zu sehen, wenn es wirklich verschwindet. Daher ist dieses Ritual
ein Stück Holz ins Feuer zu werfen, daraus nichts und ein bisschen Asche zu machen, sehr kraftvoll. Ich hatte in meinem Leben viele falsche Männer. Ich lasse das jetzt los und bin frei von ihnen. Osan. Ich habe Angst, meinem Sohn nicht die Familie bieten zu können, die ich hatte. Ich lasse das jetzt los und bin frei von Schuldgefühlen. Ich bin schuldig, dass meine Familie keine Familie hat. Ich lasse das jetzt los und bin frei von Schuldgefühlen und schlechtem Gewissen. Ich stecke in der Opferrolle fest. Ich war orientierungslos und überfordert. Ich lasse das jetzt los und bin frei von Scham. Frei von schlechtem Gewissen und Verlustängsten. Ich habe vielen Menschen wehgetan, weil ich nicht ich selbst gewesen bin. Ich lasse das jetzt los und bin frei von schlechtem Gewissen und Schmerz. Ich lasse negative Menschen gehen. Ich lasse das jetzt los und bin frei von diesen Menschen. Ich bin so ein bisschen ein Magnet für Menschen, die Probleme haben und die kleben dann an mir. Und hier bei Unbreakable habe ich die Möglichkeit, mich selbst kennenzulernen und stärker zu werden. Und wenn ich hier raus bin, dass ich jedem dann zeige, stopp, du kommst nicht mehr an mich ran. Nice. Monika, möchtest du? Ja. Ich habe mich entschieden, meinen Sohn. Wieder den Engeln zurückzuschicken. Ich lasse das jetzt los und bin frei von Schuldgefühlen und vom Schmerz. Ruhe in Frieden, mein Engel. Ich finde das sehr mutig, dass die Moni sich so öffnet, weil sie ist keine Person, die so offen über ihre Situation spricht. Und das hat sie gemacht. Und das ist ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis für uns als Gruppe. Loslassen ist für uns Menschen manchmal schwierig, weil das, was wir loslassen, Teil von uns ist. Dennoch muss im Leben manchmal aufgeräumt werden.